Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Minecraft Invasion mit Baloui und Katze. Der Snat Club. Snat Club. Wir haben was Neues zum Abgeben. Abgegeben, damit wir eine bessere Waffe dafür kriegen können. Was? Wir haben so viele Sachen, die ich hier noch nicht geklemmt habe. Alter, deswegen hole ich mir da jetzt eine Fire-Ex. Wo ist das denn? Oh ja. Bei Dingen. Und wir haben auch noch Flex zum Beispiel. Ich habe keinen Platz im Inventar. Können wir eine Kiste irgendwo hinstellen? Was bitte. Was gibt's denn da alles? Leute, wir können hier aber nicht wohnen bleiben. Dann lass uns jetzt gehen, weil ich würde sonst die Sachen nicht hier abgeben. Ja, dann gehen wir mal weiter. Na, jetzt, okay. In welche Richtung gehen wir, besprechen wir uns jetzt schon mal. Raus. In das Dorf, da drüben gibt es ein Dorf. Aber da können wir uns auch nicht besser sichern. Ich würde gerne auf eine große offene Fläche, damit da nichts von irgendwo kommen kann. Ja. Ich kann damit das Zeug schneller abbauen. Da ist einer. Die Luft ist frei. Wo seid ihr? Raus. Aua. In welche Richtung? Hier. Okay. Hier ist Katze, wir werden verfolgt. Was? Wir werden Wieso steht da Kisten? Hast du die da hingestellt? Ich dachte, die habt ihr da hingestellt. Nein! Okay. Hä, das können doch nicht die NPCs, ohne Witz. Nehmen wir die mal mit, würde ich sagen. Ja, sind wir Griefer. Die wirklich nicht letzte Folge da hingestellt? Nein, wir haben Kisten. Ich habe noch keine einzige Kiste gebaut. Wow. Die gab's als Quest-Reward. Oder? Guck mal da unten, was ist das für ein Loch? Das ist ja noch meine, die ich hier hingetan habe. Wir können jedenfalls nicht durchs Wasser schwimmen. Wir müssen irgendwo hin, wo... Na, lass uns doch weiter auf der Landmasse. Entweder nach Süden oder nach Norden. Ich hätte jetzt gerne einen Strand irgendwo gewollt, weil Strand wäre wahrscheinlich unsere Möglichkeit, irgendwie da hinzukommen, zu überleben. Ach so. Ja, also hier direkt beim Spawn oder was? Ja. Ich weiß nicht, halt mir nach. Oh, da ist auch wieder eine Kiste. Ja, oh, Leute, da ist Zeug drin. Magic Tether, Name Tags, Heart Jars. Oh, cool, ich habe nur leider überhaupt keinen Platz im Inventar. Ja, ich auch nicht. Aber Black Quartz ist hier auch dabei. Miri, nehmen wir das Black Quartz mit, das ist wichtig. Okay. Die Airdrops öffnen wir jetzt auch nicht, weil wir können halt nichts mitnehmen gerade. Und wenn die nachher weg sind, dann ist es traurig. Wollen wir wirklich da hinten auf die. Wir können natürlich da hinten ins Wasser gehen, zu dem. Das Dumme ist, die Dinger können doch sicher auch schwimmen, oder meinst du, die trauen sich nicht durch die Piranhas? Die können durch? Schwimmen, aber im Wasser sind sie extrem viel langsamer. Bedeutet, wir wissen von wo aus, wie wir einen Angriff als aber nächstes bekommen. Aber wir können keinen Graben ziehen, ne? Oh, wir können Wasser nicht ausleuchten. Wenn die da durchkommen, sehen wir sie erst, wenn sie da sind. Ja, stimmt. da vorne, das Wasteland. Wir bauen uns ein Baumhaus, da kommt es auch nicht so einfach rein. Naja, sie bauen sich hoch, also. Keine Ahnung, sicher? Das wollte ich nicht. Was machst du jetzt, Katze? Wo gehen wir hin? Nicht, weil ich gerade so viel Schaden bekommen habe. Außen rum. Und direkt gehe ich wieder runter und krieg den gleichen Schaden wieder. Oh, das ist aber gefährlich hier. Unterirdisch in eine Höhle oder so, in einen Bunker? Es stürzt doch alles ein und sie können sich reinbuddeln, wenn die uns finden. Stimmt, sind, dann das sind wir Problem da. Oh Mann! Das ist doch das Kacke! Das ist ein Sumpf! Das ist kein Wasteland. Das ist Matsche hier? Das ist Matsch. Das ist der Matsch aus Empire. Oh, toll. Und man ist so lahm. Das ist gut. Lasst ein bisschen was davon mitnehmen. Als Falle für die... Die Dinger kann man werfen. Damit man die ein bisschen auf Abstand halten kann, wenn sie mal nachkommen. Aber ich kann die gar nicht einsammeln. Die fallen einfach. Warum ist dein Kopf rausgekommen? Ich hab den in den gelegt. Miri, Rechtsklick vergessen. Da vorne ist noch eine Truhe. Nein, die Dinger tauchen bei mir gar nicht auf. Die fallen einfach ins Nichts und sind weg. Ja, ja, weil der Matsch da tiefer ist. Einfach an die Stelle klicken, du findest sie. Okay. Ah, okay. Ich muss ein bisschen Kuchen essen, so wie es aussieht. Mann, verschwinden bei euch die Sachen, die ihr setzt, auch? Dass sie nicht immer angezeigt werden? So, ich glaube, wir sollen weiter, oder? Wir können einfach die ganze Zeit immer durchlaufen. Pumpkin Seeds, kommen die dann auch nicht hinterher? Ich würde gerne normale Seeds haben. Das ist Sugarcane, so wie es aussieht. Das sind andere Seeds. Ein bisschen Gras kaputt hauen. Was ist das, Miri? Sind das hier vielleicht Samenbüsche? Kakao und Kaffee. Hier. Ja, Miri Katze, das sind diese.
Du kannst hier, ja genau. Wo Obst und Gemüse drin ist, oder was? Ja, warum öffnest du das denn alles? Ach, egal. Wie, warum öffnest du das denn alles? Ich hab Gras abgebaut, du Baum. Hier sind nochmal Kisten. Ja, hier ist Zeug drin. Ein geiler Hammer. Das ist ja der Hammer. Und ein Helm. Ne, ich hab einen Helm. Wir sollten uns nicht zu lange damit aufhalten. Äpfel. Alter, cool. Wollt ihr nicht auch in die Kisten gucken? Warum? Hier ist eine Rune. Was kann weg? Was hier kann ist Gaffertape. Das ist Ducktape da drin. Finde nur ich das lustig? Ich glaube ja. Sollen wir weitergehen? Wir müssen doch jetzt Helm erstmal irgendwas nutzen. Finden, wo wir uns. Weiß ich nicht. Ja, stimmt, Katze. Gib mal Gas. Es ist schon fast High Noon. Oh Mann, dieser Matsch. Magic ne? Tether, Ducktape. Dirt brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber das nehmen wir mit. Pumpkin Seeds lassen wir da. Ja, da vorne können wir, glaube ich, bauen, oder? Tja, sag du es uns. Wir müssen jetzt in der Kürze mit irgendwas schnell eine kleine Basis bauen. Okay, hier werden wir irgendwas bauen. Ja. Hier ist gut, oder was? Ja, das ist der einzige Weg jetzt. Das bedeutet, ich habe kaum Ausdauer, wir müssen jetzt direkt anfangen. Ich fange einfach mal direkt an, weil ich es kann. Wo ist denn meine Axt? Ich habe. Au! Nein, das Wasser ist vergiftet. Ah, toll. Ich glaube, ich sterbe. Kann ich durch Gift hier sterben? Habt ihr ja ein Bett mitgenommen? Nein. Aber da du stirbst 50 nicht. Betten! Vielleicht sollten wir doch nicht hier bleiben. Oder wir ziehen einen Graben mit dem vergifteten Wasser um uns rum. Ja, das wird aber wahrscheinlich nur uns vergiften, das Wasser. Sicher, dass das nicht die Mobs auch vergiftet? Nein, ich bin mir bei gar nichts sicher momentan. Ich weiß nur, dass Sachen runterfallen, die nicht runterfallen sollen. Katze ist total. Ich muss sagen, mir gefällt es, dass Katze das erste Mal gerade ein Mob-Pack spielt, wo er nicht weiß, was abgeht. Oh nee, Schnecken! Sonst, also normalerweise weißt du immer alles. Was war jetzt denn? Aua. Von was habe ich denn jetzt Schaden gekriegt? Die Schnecke. Oh nein. Ich dachte, sie greift mich an. Und? Was hat sie getan? Nicht? Sie ist nur gestorben. Was machen wir denn jetzt für eine Basis? Was ist der Plan? Schnell was hochziehen. Ja, aber was? Wie? In welche Richtung? Mit Graben, ohne Graben? Das Lilane ist das vergiftete Wasser, ne? Hast du gesagt? Ja, das ist allgemein vergiftetes Zeug. Ja, wir können uns doch, wir schaffen doch noch gar keinen Graben zu bauen. Ja, wir müssen halt gucken, wie schaffen wir es dann vor den Viechern sicher zu sein. Ja, erstmal eine. Ich mach einen Graben mit vergiftetem Wasser. Oh Gott, wir sind so retard. Warum? Warum jetzt? Wieso kann ich denn nicht sitzen? Oh Gott. Oh, natürlich geht der kaputt, wenn ich ihn abbaue. Jetzt habe ich ihn zweimal gesetzt wegen dem Bug und dann war Kacke. Beziehungsweise, da gehen wir auf Iron direkt. Ich habe ja Iron. Gibt es? Ja, du brauchst eine Schaufel. Herzlichen Glückwunsch. Machen wir jetzt einen Graben hier, oder was? Wir sind so retard. Wir müssen sowieso irgendwas tun. Und, oh nein, bitte sag mir nicht, alles fällt einem nach jetzt. Nee, es ist immer nur einer der oberen Blöcke, der runterfällt, so wie es aussieht. Wie meinst du das? Dass einer der oberen Blöcke runterfällt, meine ich damit. Wenn ich jetzt hier den Block abbaue, fällt der Dirtblock nach, genau, aber der darüber nicht. Das bedeutet, es ist immer der Block direkt darüber, der da drauf sitzt. Okay. Ist das hierbei jetzt auch so? Ja, das ist hier auch so. Okay. Aber das heißt, wir gehen jetzt unter die Erde. Miri, komm, es wird dunkel. Ich habe ein halbes Leben. Wir können nirgendwo anders hin. Okay. Ja. Ich will beim nächsten Hit weg vom Fenster. Ich baue da hinter uns zu. Geh einfach. Ja, richtig. Ich denke, das hier darf nicht da sein. Mann, nervig. Man sieht die. Was passiert denn hier? Ich setze das Holz und es spawnt nicht. Ich habe das Gefühl, ich verliere immer mehr Leben. Vielleicht kann man ich hier mehr unten nicht. Ich sehe nichts Luft. Mehr. Hallo? Warte, hallo, warte. Kann ich mal eine Fackel setzen? Aber das hier jetzt am Holz, Entschuldigung. Oh Gott, ey. Wahrscheinlich erstickt man unter der Erde. Nicht, dass ich das dem Modpack zutrauen würde, aber ich denke doch. Ich habe mein Modpack gespielt, dass das beinhaltet hat. Das ist doch kein Minecraft mehr hier. Das ist doch. Fies. Das ist doch Quälen. Quellcraft nennt sich das hier.
Es ist jetzt dunkel draußen, also theoretisch sollten, also man sieht ja jetzt schon auf der Map die ersten Monster rumrennen. Ich hoffe, die kommen uns nicht hinterher. Ich hoffe, sie können nicht abbauen. Bestimmt können sie das. Was ist das für ein Geräusch? Ach, okay. Wenn die das wirklich können, haben wir jetzt so ein Problem. Wie komme ich an Kabel? Mit der Spitzhacke. Ach, Kabel. Ich brauche Kabel. Mit Clay. Natürlich mit Clay. Chopping Block. Natürlich. Ich kann. Super. Ich habe 4 Steine. Wie komme ich Stone? Kannst du nicht. Oh nein. Mit Clay. Und wie komme ich am besten an Clay dran? Clay gibt's anscheinend überall, nur nicht da, wo wir gerade sind. Sollen wir einen Void Miner bauen? Lauli. Lass mich gleich. Es ist die Möglichkeit, einen Stone Barrel zu nehmen mit Lava und Wasserkatze. Aber wir haben keine Cobblestones, da hinzukommen, Lauli. Hast du einen Iron Hammer? Du kannst einen Iron Hammer bauen und dann kannst du auf Stein draufhauen und dann kriegst du Cobblestone. Könnte mir bitte jemand erklären, wo meine ganzen Fackeln hin sind? Oh, immer im Inventar, okay. Oh. Du könntest einfach einen Furnace bauen. Den abbauen hast du eine Prozentchance, dass Cobblestone rauskommt. Miri, schlag ihn. Nein, nein, ich will nicht. Ich meine im echten Leben. Ich habe eine Tempopackung. Es gibt ein Survivalist. Schau wieder mit Taschentücher, hör auf. Survivalist Strainer. Collect General Small Size Items. Was ist denn ein Strainer? Das kenne ich noch nicht, keine Ahnung. Water Strainer, kann man dann ins Wasser setzen oder was? Und fängt dann Sachen ab. Hört sich so an. Ich will das jetzt nicht Angst machen oder so, aber die sind direkt über uns. Sie wissen das? Glaubst du, sie wissen das, dass wir hier sind? Glaubst du, Katze, machst du jetzt auch noch irgendwas? Ich glaub, der ist voll Schreck erstarrt. Ich kann keinen Schritt weitergehen. Warum nicht? Weil ich nirgendwo eine Fackel hier setzen kann und da unten nichts mehr sehe. Ja, warte, ich hab noch Fackeln. Ja, aber wenn du die hier sitzt und ich einen einzigen Schaden kriege, bin ich down. Du kriegst aber nur Schaden, wenn dann in der Nähe Holz ist. Gefährlich. Ich glaub dir nicht. Hör auf! Lass mich doch den Stein da abbauen! Ich wollte die Fackel dahin. Man merkt, die Nerven sind angespannt. Nein. Alter, Blauli und Katze, Varu-Team, ey. Ja. Warum kann ich die Fackel nicht aufheben? Leben am Limit, Blauli. Leben am Limit. Das ist mehr als Leben am Limit hier. Das ist... Miri, du musst unseren Rücken decken. Ah. Das ist für Miri. Will jemand einen Creeper-Keks? Ich hätte dir... Wo sind meine Diamanten? Wir müssen nochmal zurück. Ich habe die Diamanten verloren. Und das Gold. Auf Wiedersehen. Und das Eisen. Ja, auf Wiedersehen. Viel Spaß. Fies. Ich hab Tin Ingot. Kann ich daraus irgendwie was craften? Habt ihr auf den Blick, wann ungefähr wir wieder Zeug bekommen? Wie Zeug? Also wann wir wieder nach oben können? Nein. Wie soll ich denn das mir auch noch merken? Der Server hat die Welt gesaved. Frag das den gut, mal, dass vielleicht ich das weiß. Ich kann mir eine Pickaxe bauen. Hast du noch eine Workbench hier? Ich habe eine. Ja, mach mal ein Loch in die Mauer. Wie baut man denn hier eine Workbench, Katze? Ich habe eine Workbench. Du kannst Workbench nur droppen. Dann mach doch mit deiner Hand. Wie droppen? Du kannst sie nur droppen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du kannst sie nur finden. Hat jemand von euch zufälligerweise schon Zinn? Ja, Tin. Ja, hast du? Ja. Nee, Zinn, nicht Tin. Ich brauche Tin-Nuggets. Oh nein! Und ein Crafting-Table. Mann! Der Crafting-Table ist über uns. Wie viele Tin-Nuggets dürfen nicht abbauen, nicht abbauen, der geht kaputt! Crafting Table sind Mangelware, der geht kaputt, Miri. Mann! Ich will nicht mehr. Wer hatte die Idee, dieses Modpack zu spielen? Wer? Warum muss es gleich so ein schweres Modpack sein? Blauli, könntest du mir bitte Zinn geben? Können wir nicht wieder Stranded spielen? Bitte schön. Das war nicht schön. Stranded war nicht so schwer. Da war niemand böse auf mich, nur weil ich eine Working Bench abgebaut habe. Kannst du eskalieren? Nein, fass das nicht an, lass das! Hier, jetzt haben wir einen Seil, an dem wir rausklettern können. Jetzt kannst du dich entscheiden, was du möchtest. Ich nehme Dogfood. Warte, was?
Und mit dem Tin-Öffner-Opener, den ich, dem Can-Opener, den ich jetzt benutzt habe, kann man die Sachen öffnen, so wie ich das sehe. Das will Tomatensuppe. Ja, aber ich hab doch keinen Hunger, das ist doch gar nicht mein Problem gerade. Hier ist ein Can-Opener, das war eine Quest. Ja, Glückwunsch. Oh, Mann. Was habt ihr denn für Waffen genommen? Ich glaube, ich nehme ich die Feueraxt nehm genommen. Ich glaube, ich nehme den Baseballschläger. Okay. Walking Dead lässt grüßen. Oh, wir brauchen die Helfst du. Einfach so lange Quest. Was haschelst du denn da hinten? Sind was, warum kann ich die denn jetzt nicht mehr finden? Angekommen? Ach, hielst du, nicht hilfst du. Ich brauche Seeds, aber zwei gleiche Seeds, so wie es aussieht. Und ich habe nur einen Seed, der andere liegt hier unten. Ich habe zwei Kaffee-Seeds. Ich kann nicht an den Crafting-Table. Jetzt. Tut mir leid. Darf ich mal den Nail-Bett an dir testen? Bitte sag mir, dass das funktioniert hat. Ja, ja. Ihr könnt jetzt Sachen wie Pflaster und so Zeug gerade mal als Reward holen. Ich aber muss ich das Ding gerade verbrauchen, weil ich habe so gut wie kein Leben. Süß. Was ist denn ein Heart of Gold? Hat das einmal... Ach du Scheiße. The longer you survive, the more difficult the enemies will become. Nee, ja, die sind jetzt schon scheiße. Ach hier, guck mal, mit Health Jars, diese Heart of Gold erhöht eure Max Health. Ach nee, die müssen wir finden. Was? Oh nein, ey. So, Heart of Gold, was bringt uns das? Egal, ich nehme jetzt erstmal die Heal-Salbe. Building Bricks, Bridges, wir können... Was? Wir können Rope Bridge Guns bauen. Wie viele Pflaster kann ich bauen und wie... Oh, wow. Das ist cool. Clay is most easily found in the ground all over. It seems like no one wants to take all the clay blocks. Wir müssen Clay finden. Okay. Und nicht nur ein bisschen. Ja, brauchen wir für Cobblestone. Clay ist der Inbegriff von dem, was wir brauchen. Ich finde es auch gleich wieder voll, wir können hoch gleich wieder. Weißt du denn, you made the bed. Ja. Was? Bett machen müssen wir auch. Weil wir hätten eins abgeben können, dadurch hätten wir einen Livestock Crate. Das Problem ist, es gibt halt ohne Ende verschiedene Airdrops. Die müssen wir halt alle erstmal bekommen. Rope in. Was macht denn mir so eine blöde Oakwood Stepladder? Kann ich da irgendwie hoch? Ja, wird eine Leiter sein, denke ich mal. Eine ganz normale Stepladder. Bridge crude Pick. Wie machen wir denn eine Crude Pick? Mit was? Mit Flint und String. Crude Pick. Uns fehlt Flint. Flint habe ich hier. Oh, wisst ihr, dass man auch Käfer zur Not essen kann? Ich habe meine Strings weggeworfen. Es gibt einen Bridge Builder. Was ist denn das? Hast du Strings, Blaudi? Da liegen meine Strings. Gott, die dürfen nicht respawnen. Kakaobeans weg. Nein, in die falsche Richtung geworfen. Nee, hab ich nicht. Wir müssen echt hoch. Also ich brauche halt Platz. Und ich brauche eine Base. Und es ist noch Nacht da draußen, wenn ich das richtig sehe. Kannst du das hier nicht ein bisschen ausbauen? Ja, kann Wieso? Ich. Wieso kann ich die Kiste nicht benutzen, Katze? Ist da drüber ein Block? Nein. Hä? Nee, war gerade leck. Okay. Hä? Was ist denn das? Naja. Wie oft kann ich jetzt eigentlich hier noch setzen? Was willst du setzen? Okay. Würde während ich baue nicht in meiner Nähe sein. Es kann immer sein, dass das runterfällt von oben. Ja, ja. Du hast, Ja. Nix. Was denn, Lolli? Nix, alles gut. Ich würde am liebsten schreiend weglaufen, aber sonst alles gut. Cool. Hört sich nach Spaß an. Warum fällt jetzt von oben nichts mehr runter? Wahrscheinlich das weiß ich nicht. Naja, es ist halt Stein. Das ist wahrscheinlich was festhält, während sowas wie Sand oder Erde eben runterfällt. Wenn oder du erkennt das Spiel, wie tief wir sind. Nee, es kommt wirklich auf die Art an, die man abbaut. Das Clay oder was? Nee, das ist keine Ahnung, was das ist. Steine sind das, die auf dem Boden liegen. Ich habe keinen Platz im Inventar, um es herauszufinden. Das auf dem Boden sind Steine. Rock. Es heißt einfach nur Rock. Rock. Dolly baut schon wieder in alle Richtungen. Ja, ich weiß ja nicht, was du vorhast. Das ist, was wir bauen, müssen wir auch ausleuchten. Denk daran. Warum habt ihr alle schon Pickaxe? Haben wir uns gebaut. Hast du kein Metall? Nein. Guck mal, ich habe keine Metall-Pickaxe gebaut. Ich habe einen aus Flint gebaut. Dann bau dir einen aus Flint. Ich habe auch keinen Flint. Da liegt Flint auf dem Boden zum Bleistift gerade. Ja, ich
Dolly, denk an die Symmetrie. Du bist schon wieder eins zu weit. Aber ein Flint reicht mir ja nicht, um eine Pickaxe zu bauen. Hier ist noch ein Flint. Hier vorne, da unter dem Stein. Ja, ich hebe aber immer alles auf, bevor ich das aufhebe, was ich aufheben will. Also aus normalem Stein. Jetzt habe ich zwei, damit kann ich... Ja, gleich. Es fehlt noch eins. Bestimmt droppt uns das gleich. Wie man halt echt aufpassen muss, dass man nicht irgendwie... Machen wir noch einen tiefer, Katze? Nee. Lass mal gerade keinen tiefer machen. Pickaxes reichen auch nicht so lange. Wir bleiben auch nicht ewig hier. Aber hey, Hammer, ey. Die Folge ist auch schon wieder 20 Minuten. Ja, sollen wir die Folge langsam mal beenden? Vorsichtig. Ja, gut, dann hoffen wir, euch hat das heute gefallen. Wenn ja, dann guckt unbedingt bei Baluyo und oder Katze vorbei und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier findet. Ja, ist super. Wieso kann ich nichts Spaß, platzieren? Die ganze Zeit zu sterben. Gut. Ich würde gerne was platzieren, aber es geht nicht. Okay. Items vielleicht. Dann deswegen platzieren wir morgen was. Bis dann, macht es gut und bleibt schön feurig. Feurio. Tschüss.